muss aber leider eine kleine Kritik anbringen, und zwar muss man als Politiker viel aushalten. Es hat vor kurzem im Kurier einen tollen Bericht gegeben, was es alles gibt von Bedrohungen, Beschimpfungen und so weiter. Das ist mir bewusst. Wir haben auch versucht, in den letzten Jahren, glaube ich, als Gemeinderat insgesamt sehr transparent vorzugehen, mit allen Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben Dinge gemacht, die oft, was die Transparenz betrifft, glaube ich, hart an der Grenze waren, von die Bürgerinformation gelebt. Und wenn es dann darum geht, dass man sich selber schützt, dann war man auch sehr tolerant und haben das quasi viele Dinge, die weit über eine gerechtfertigte oder eine berechtigte Kritik hinausgehen, erduldet und ertragen und nicht darauf reagiert. Ich muss aber sagen, wenn es dann um die Mitarbeiter im Gemeindeamt geht, dann muss ich hiermit ganz klar festhalten, es wird wieder gefilmt, dass Dinge, die missbraucht werden, und Mitarbeiter gefilmt werden und Mitarbeiter fälschlich beschuldigt werden. Ich weiß nicht, wer das letzte Video gesehen hat, wenn man absichtlich Aufzeichnungen, was die Geschwindigkeit betrifft, fälscht oder Dinge aus dem Zusammenhang reißt und behauptet, dass Mitarbeiter durch ein Fahrverbot fahren, das sie definitiv nicht getan haben, sondern die im Auftrag im Sinne der Gemeinde nachgekommen sind, das übersteigt eine Grenze und ich glaube, wir alle kommen überein, dass wir in den letzten 4 Jahren versucht haben, ein respektvolles Miteinander zu bringen. Und wenn jemand sich bewirbt um ein Mandat im Gemeinderat, dann ist es, glaube ich, auch in Zukunft für denjenigen von Vorteil, wenn man sich diesen Usancen oder diesen Umgangsformen, wie wir sie jetzt gelebt haben, unterwirft und sich daran hält.